Moin YouTube, liebe Messerfreunde und herzlich willkommen zum zweiten MSV, zum zweiten Messerschlussverkauf auf meinem Kanal. Die hier vor euch liegenden insgesamt 8 Messer möchte ich jetzt zum Kauf anbieten. Alle Preise, die von mir genannt werden, verstehen sich als Inklusivpreise, also inklusive Versand. Dabei wähle ich die mir am geeignetsten erscheinende Versandart aus. Das kann ein einfacher Briefversand sein, hauptsächlich aber Einwurf einschreiben oder bei den etwas hochwertigeren Messern auch ein versicherter DHL-Paketversand. Ich werde alle Messer unten in der Videobeschreibung nochmal aufführen. Falls ein Messer reserviert oder verkauft sein sollte, dann werde ich es auch dort vermerken, sodass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wenn ihr Interesse an einem Messer habt, dann schreibt mir bitte in den Kommentaren einen entsprechenden Hinweis und wir setzen uns dann über eine persönliche Nachricht miteinander in Verbindung, klären das ganze Finanzielle. Sobald das Messer bezahlt ist, das kann entweder über PayPal, Family and Friends passieren oder auch durch eine Überweisung auf mein Konto, werde ich das Messer an euch rausschicken. Dann wieder eine entsprechende Bemerkung unten in der Videobeschreibung, dann geht es von reserviert auf verkauft. Ja, ich hoffe, das war soweit klar. Ich stelle euch jetzt jedes Messer einmal ganz kurz vor, nenne euch meinen Preis, wie gesagt, immer inklusive Versand und dann geht es zum nächsten Messer. So, beginnen möchte ich mit meinem Manolina von der spanischen Firma Miguel Nieto. Ein sehr einfaches, sehr leichtes, kleines Arbeitsmesser, das sich meiner Meinung nach aber auch als EDC-Messer eignet, weil es eben so schön leicht und kompakt ist. Es ist ein Slip-Joint-Modell mit Eisenholz-Griffschalen. Es hat eine schöne Achsniete mit einem zusätzlichen Messingring als Verzierung. Hier Messing-Pins. Stahlfeder. Es wird der Nieto Hausstahl verwendet für die Klinge, der AN58 Stahl. Die Klinge hat hier einen Nagelhau, den braucht man allerdings nicht wirklich. Die Klinge lässt sich auch bequem mit Daumen und Zeigefinger aus dem Heft drehen. 42A konform, extrem leicht. Es wird bei etwa 40 Gramm liegen, das Messer. Auch relativ kompakt noch. Was bei 17,5 cm Gesamtlänge, eine recht schmale Klinge von 2 mm knapp. Für dieses Messer hätte ich gerne 10 Euro und der Versand erfolgt im Großbrief. Als nächstes haben wir hier mein Gerfalken H5 der Firma Real Steel. Mein Spielmesser für zu Hause, fürs Sofa, schön ein bisschen rumflippen. Funktioniert ganz hervorragend und wie ihr hört, rastet die Klinge auch satt ein. Es ist das Modell mit den blauen G10-Schalen hier auf der einen Seite und einer Stahl-Frame-Seite mit einem Stonewash-Finish, das nachträglich da noch poliert worden ist. Eine schöne Klingenform hier mit falscher Schneide, ebenfalls mit einem Stonewash versehen. 14C28 N Stahl von Sandvik. Der Clip lässt sich jeweils Tip-Down oder Tip-Up für Rechtshänder montieren. Ich habe ihn hier jetzt abgenommen. Es ist der normale Real Steel Clip. Hier seht ihr ihn. Und er kann dann eben, je nachdem, wie ihr es möchtet, montiert werden. Für dieses Messer hätte ich gerne 30 Euro und es kommt im Originalkarton per Einwurf einschreiben zu euch. Das nächste Messer, das verkauft werden soll, ist das Böker Plus Titanium Blue. Ein sehr kleines, sehr kompaktes EDC-Messer. Ein Gentleman-Taschenmesser, würde ich mal sagen. Das Besondere sind hier die blau-lila anodisierten Titan-Griffschalen. Und
die Einlagen aus Kohlefaser. Sehr schön eingepasst hier. Es ist ein Messer, das über einen sogenannten Buttonlock verfügt. Das heißt, man kann die Arretierung der Klinge lösen, indem man hier auf diesen Knopf drückt und dann die Klinge einfach einklappt. Geöffnet wird sie hier über diesen Daumenpin. Entweder so oder mit ein bisschen mehr Spaß bei der Sache auch so. Wenn man das Messer in der Öffentlichkeit tragen will, empfiehlt es sich, diesen Daumenpin abzuschrauben. Das ist möglich. Und dann hat man ein 42A konformes Messer. Dieses Messer kommt ebenfalls per Einwurf einschreiben zu euch für einen Gesamtbetrag von 45 Euro. Als nächstes nun ein feststehendes Messer, eines meiner wenigen. Es handelt sich hierbei um das Modell Bison der spanischen Firma Muela. Es ist ein sehr kompaktes, vielseitiges Messer mit Olivenholzgriffschalen mit einer sehr schönen Maserung, wie ihr hier seht. Als Stahl wird hier Molybdän Vanadium angegeben, ebenfalls der Hausstahl von Muela. Das Messer ist sehr, sehr scharf, rasiert und schneidet Telefonbuchseiten problemlos. Ich habe es relativ wenig benutzt. 2-3 Mal hatte ich es mit draußen beim Spazierengehen, habe ein bisschen mitgeschnitzt. Ansonsten ist es immer noch wie neu. Von der Handlage seht ihr hier, die Griffschalen bieten mir einen 4-Finger-Griff bei Handschuhgröße 9. Ich kann aber auch noch etwas weiter vorrücken hier in diese Griffmulde rein. Das ist mit meinen Fingern auch noch problemlos möglich. Dann habe ich hinten sogar noch ein bisschen mehr Platz. Das heißt also, auch jemand mit vielleicht noch Handschuhgröße 10 sollte mit diesem Messer ebenfalls noch keine größeren Probleme haben. Das Messer kommt hier mit dieser Scheide aus dunkelbraunem Leder. Die ist, wie ich finde, recht ordentlich gearbeitet. Verfügt hier über einen Druckknopf. Der ist dann etwas erleichtert, das Messer einzuführen und gibt ihm aber auch einen sicheren Halt, wenn man ihn schließt. Ich persönlich habe mir angewöhnt, hier das Lederband nochmal um den Druckknopf hier rumzuwickeln. Dann hat man hier nochmal eine zusätzliche Sicherung. Dieses Messer würde ich euch ebenfalls per Einwurf einschreiben schicken für einen Gesamtpreis von 45 Euro. Als nächstes ein Messer der chinesischen Firma Kaiser mit der etwas kryptischen Bezeichnung KI3307A2. Ich nenne es aber liebevoll mein Miro-Messer, weil der liebe Miro vom Kanal Miro Acronymity hier auf YouTube mit Kaiser im letzten Jahr einen Deal eingefädelt hat. Und zwar hat er die Restbestände des Blade Show 2014 Messer von Kaiser, das ist nämlich dieses Messer hier, für uns an Land gezogen. Und somit sind auch die von uns, die nicht in Atlanta waren auf der Blade Show, jetzt in den Genuss gekommen und konnten hier dieses Original Blade Show Messer von Kaiser kaufen. Es ist ein Backlog-Taschenmesser, 42A konform. Und das Besondere an diesem Messer ist zum einen, dass es limitiert ist auf insgesamt 187 Stück. Meins hat die Nummer 69. Und die verwendeten Materialien lassen sich auch sehen. Als Klingenstahl kommt der S35VN zum Einsatz. Die Griffe bestehen aus Titan. Wir haben hier einen Titan Backspacer, blau anodisiert. Die Griffe sind ebenfalls anodisiert, so ein bisschen regenbogenfarbig in so einer Netzstruktur. Dieses Messer bietet allerdings dann auch die Möglichkeit, es vielleicht nochmal Sand zu strahlen, wenn man auf diese Anodisierung hier keine Lust hat. Oder ebenfalls selbst eine andere Farbe zu wählen und die Griffe hier Hitze zu anodisieren. Meinetwegen in Bronze oder Lila, da sind der eigenen Kreativität nachher keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, für dieses besondere Stück hätte ich ganz gerne 65 Euro.
und es würde zu euch kommen als versichertes DHL-Paket. Beim folgenden Messer handelt es sich um ein traditionelles Messer der Firma Case, das Copper Lock mit blauen gefrästen Knochenschalen, Neusilber Backen und einer Abschlusskappe, Messingnieten und dann eben den Backlock-Verschluss. Die Platinen bestehen aus Messing. Das Messer ist insgesamt 18,7 cm lang, also kein kleines Taschenmesser. Der Griff bietet mir hier einen vollen Vierfingergriff und selbst Leute mit etwas größeren Händen als ich, also Größe 10, sollten hier mit dem Messer auch überhaupt keine Probleme haben. Das Messer verfügt über eine schöne Clip-Point-Klinge, hat eine Nadelrille auf einer Seite. Die Klinge ist 8 cm lang und besteht aus rostfreiem Stahl. Für dieses schöne traditionelle Messer hätte ich ganz gerne 65 Euro und es kommt zu euch in einem versicherten DHL-Paket. Hier nun ein weiteres ganz besonderes Taschenmesser, ebenfalls von der Firma Böker Plus. Es handelt sich um das Grip Lock, ein Messer, das Böker bei den Messermachern und Messerdesignern Grant & Garvin Hawke in Auftrag gegeben hat. Hier seht ihr das Logo. Die beiden Messermacher sind ja berühmt dafür, dass sie sich immer eine ganz besondere Mechanik an ihren Messern einfallen lassen. Und das, was Böker von ihnen wollte, war ein Messer, das auf der einen Seite Spaß macht, nämlich hier über den Flipper. Da muss man ein bisschen aufpassen, das macht nämlich süchtig, wenn man da abends mit auf dem Sofa sitzt, kann man kaum noch aufhören. Und das Besondere sollte dann aber sein, dass das Messer trotzdem 42A konform ist, das heißt, die Klinge durfte nicht automatisch verriegeln. Und das haben die beiden hinbekommen, indem sie hier diesen beweglichen Schenkel nutzen und eine Feder. Und sobald ich hier Druck auf diesen Schenkel ausübe, ist es der Klinge nicht mehr möglich einzuklappen. Und da reicht schon relativ leichter Druck von hier jetzt meinem Daumen oder auch nur einem Finger aus. Und ich schaffe es nicht mehr, die Klinge einzuklappen. Und erst recht nicht, wenn ich das Messer fest in der Hand habe, dann kann ich hier so viel Druck ausüben, wie ich möchte. Die Klinge wird nicht einklappen. Bei längeren Arbeiten hat man dann nochmal zusätzlich die Möglichkeit, hier die Klinge zu verriegeln über dieses kleine Rädchen. Das passiert dann allerdings mit der zweiten Hand, nicht einhändig. Daher auch wieder kein Problem mit dem 42A. Und damit ist die Klinge jetzt auch verriegelt, wenn ich links oder rechts am Griff anfasse und keinen Druck hier auf den Schenkel ausübe. Möchte ich es wieder einklappen, drehe ich das Rädchen wieder zurück und kann es ganz normal einklappen. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 19 cm, ist also kein kleines Messer mehr, ist aber trotzdem noch relativ leicht. Und für dieses schöne Stück hätte ich ganz gerne mit versicherten DHL-Versand 80 Euro. Last but not least, das Böker Cox Slim aus der Böker Manufaktur in Solingen. Das Messer ist das kleinste und leichteste Messer aus der Reihe, die in Zusammenarbeit mit dem dänischen Messermacher Jens Anso entstanden sind. Dazu gehört eben dieses Cox Slim, das normale Böker Cox und auch das größere Haddock. Allen gemein ist diese besondere Schafsfußklingenform. Wir haben hier den N690BO Böhler-Stahl verbaut. Ein schönes Stonewash-Finish hier auf der Klinge. Die Griffe bestehen aus G10. Es hat keine zusätzlichen Liner, also alleine hier die G10-Griffe. Es handelt sich um ein Slip-Joint-Messer mit einer recht starken Rückenfeder. Und der Halbstopp hier ist ganz sauber gearbeitet, wie ihr erkennen könnt. Steht die Rückenfeder nicht hoch, sondern ist vollkommen glatt. Das Öffnen geschieht am besten mit
Daumen und Zeigefinger. Den Nagelhau braucht man nicht unbedingt dafür. Es ist relativ kompakt, knapp unter 16 cm Gesamtlänge und relativ leicht, bietet aber immer noch einen Vierfingergriff. Und wenn man ein bisschen weiter nach vorne greift, hier in diese Mulde, dann erst recht, dann habe ich hier überhaupt kein Problem, das Messer zu führen. Für dieses schöne Stück hätte ich ganz gerne inklusive versicherten DHL-Versand 100 Euro. Ja, und jetzt abschließend nochmal alle Messer auf einen Blick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an einem Messer, kurzen Kommentar und wir setzen uns dann über eine persönliche Nachricht miteinander in Verbindung. Alle weiteren Informationen, ob ein Messer reserviert ist oder schon verkauft ist, findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass der ein oder andere Interesse an diesen Messern hat. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.